Schwörerhaus kooperiert mit Zeitschrift Schöner Wohnen. Das Unternehmen präsentiert seit 1985 auf dem Gelände des deutschen Fertighaussenders Mannheim verschiedene Musterhäuser. Jetzt kam ein neues hinzu. Ja, Schwörerhäuser zeichnet aus, dass sie im Werk vorproduziert werden. Wir haben einen sehr hohen Eigenmontageanteil. Das heißt, wir produzieren und montieren auch viel selber. Also wir arbeiten nicht so viel mit Subunternehmern zusammen und haben nachher auch einen guten Kundendienst, der sich um das Haus langfristig kümmert. Und natürlich geringe Energieverbräuche, hohe Schallwerte. Das sind so die Hauptthemen, die auch für unsere Kunden wichtig sind. In Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Schöner Wohnen entstand nun ein Haus, das sich architektonisch am Stil der Siedlungshäuser aus den 1930er Jahren orientiert. Im Inneren überrascht das Schöner Wohnenhaus Mono, aber mit einem modernen Konzept. Das Besondere ist, dass dieses Haus von innen nach außen gebaut ist. Das heißt, wir haben uns zunächst mal an den Bedürfnissen orientiert, die die Leute heute haben. Haben uns überlegt, wie wollen die eigentlich wohnen. Und das Äußere, das haben wir danach erst entworfen. Nach Angaben des 1950 gegründeten Fertighausunternehmens Schwörer ist das Projekt Mono bereits das zweite Haus, das in Kooperation mit Schöner Wohnen entstand. Wie es heißt, zählt die Schwörer Haus KG mit rund 1250 Mitarbeitern zu einem der führenden Haushersteller in Deutschland. Seit 1964 verkaufte das Unternehmen bereits 36.000 Fertighäuser.